Und die zweite Frage war, und ich hoffe, dass es so schnell nicht dazu kommt, was du nach deiner Karriere machen möchtest. Oh, da bräuchte ich ja so einen Fünfjahresplan, den ich eigentlich nie habe, Nee, weil du hast halt 5-Tagesplan. auch manchmal nicht, also ab und zu schon. Also bei wichtigen Dingen auf jeden Fall, so wie das Interview hier, das wusste ich schon vor 5 Tagen, Das stimmt. dass ich das machen muss. Aber grundsätzlich bin ich eher nicht so der Typ, der so irgendwie 5 Jahre in die Zukunft schaut, weil ich der Meinung bin, dass sich irgendwie Pläne immer ändern können. Und ich habe natürlich Vorstellungen jetzt, was ich vielleicht machen könnte, aber ob das am Ende eintritt. Also ich will auf jeden Fall noch irgendwas im Fußball wieder machen. Ich weiß nicht, ob es Trainer ist, kann ich mir zurzeit schwer vorstellen, weil es dann der gleiche Tagesablauf wäre wie jetzt gerade auch. Und den habe ich dann irgendwann auch mal satt nach meiner Karriere, glaube ich. Aber auf jeden Fall im Fußball irgendwas. Ich will auf jeden Fall mein Motorsport-Rennteam weiter voranbringen, will 24-Stunden-Rennen fahren. Ja, ich könnte jetzt auch noch meine Pokerleidenschaft dazu, aber das sind alles so Dinge, ne? Das sind jetzt keine seriösen Jobs. Ne? Jetzt überlege ich ganz selber, ob das so gut ist, was ich da so vorhabe. Ne? Aber nee. Also im Büro werde ich nicht mehr arbeiten, sagen wir es so, das weiß ich schon. Aber nee, das ist gelogen, Entschuldigung. Wenn ich Manager werde, muss ich auch ins Büro. Aber ich meinte jetzt so einen Job, der außerhalb des Fußballs ist. Da werde ich mit Büro wahrscheinlich nicht viel machen. Aber kannst du dir vorstellen, was außerhalb vom Fußball zu machen, jetzt außer Pokerstar Meinst du oder? jetzt so von meiner Intelligenz her oder meinst du so von meinem Gedanken her? Okay, ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll, Siehst aber du? ich kann mir vorstellen, dass du auch Merkst du, wie andere man sich im Dinge Interview machen manchmal fühlt, ne? Also, aufgrund von meiner Intelligenz kann ich mir das durchaus vorstellen, weil ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht, also ich bin jetzt nicht ganz dumm, aber Willst du mir jetzt hier irgendwelche Worte in den Mund legen, die ich nicht nö, gesagt nö, habe? nö, nö, Okay, nö, dann ist gut. nö. Aber so jetzt gerade schwer. Kann ich mir schwer vorstellen. Ist Also wenn mir eigentlich. jetzt jemand eine Firma überschreiben will, bitte, ja, dann übernehme ich die halt. Aber dann bin ich halt nur der Was Chef. denn für zum Beispiel für eine? Nee, weiß ich nicht. Na, Aber sag, was könnt ihr nee, zum vorstellen? Beispiel mein Vater hat ja eine Palettenfirma, aber ja, weiß ich nicht. Nee, ich glaube eher nicht. Eher Fußball. Davon, wo ich Ahnung habe, weißt du. Ist schön, damit. Bundestrainer will ich, kann ich doch werden, oder? Ist Irgendwann eine mal. wunderbare Idee, da müsstest du jetzt aber tatsächlich mal anfangen, langsam deinen Trainerschein zu machen, glaube ich. Kann auch mit 15 noch Bundestrainer werden. Bis 65 kann man ja eigentlich arbeiten, oder? Ich denke, Also, das sollte die hin. Trainerausbildung dauert ein Jahr, zwei Beim Jahre. Basketball, der Trainer von Alba, der ist, glaube ich, 74. Also, Siehste. Also, hast noch ein bisschen alles ist Zeit. noch möglich. Lassen wir uns überraschen. Hast du noch ein bisschen Zeit, Max, perfekte Überleitung, um jetzt ins Private zu gehen? Wir wissen von dir, dass du gerne pokerst, du dich bei Vivacon Aqua mit engagierst. Du hast es gerade selbst schon gesagt, einen eigenen Rennstall hast. Du liebst Nutella, du machst gern Mittagsschlaf. Ja, Ich könnte die Liste noch ein stopp, bisschen stopp, stopp. weiterführen. Erzähl mir doch mal was, was wir noch nicht über dich Wir machen wissen. das jetzt mal wie bei Frau Wecke und gucken einfach aus dem Fenster. Also, das mit dem Schlaf, Mittagsschlaf, naja, also so oft mache ich jetzt nicht Mittagsschlaf. Wer hat dir das erzählt? Da bestimmt nicht meine Mutter. Nee, Gut. das hat er nicht, mir Okay. nicht deine Mama Hat niemand erzählt. erzählt? Hast du einfach so aus dem Archiv, oder? Okay. Aus meinem Archiv über Max Kruse. Ja, also das ist eigentlich schon. Das Problem bei mir ist, da gibt es nicht viel, was noch keiner weiß. So, ne? Also ich bin ja jetzt keiner, der jetzt viel so versucht geheim zu halten. Sicher. Wie ihr schon mitbekommen habt. Ne? Ja, stimmt, Also. Instagram ist schon eine Leidenschaft von dir. Ja, Jetzt also neuerdings ich. auch Clubhouse. Ja, Clubhouse auch. Haben wir auch schon jetzt langsam mitbekommen. Da. Ne? Ja, hat jetzt der ein oder andere Kommt der ein oder Medienvertreter auch andere schon auch auf die mit? Idee, so, wir haben nichts mehr zu schreiben. Ja gut, dann schreiben wir mal Das ist ja, irgendwas weil du mit niemandem redest. über seine Geschichten. Wie ich rede Na, du mit willst ja ihm. immer nicht mit der Printpresse sprechen. Mir ja, wozu auch, kommt das selber bei raus. Also du glaubst, wenn ich mit der Printpresse gesprochen hätte, dann würde nach so einem Clubhaus, nach einer Clubhausnacht, würden die das nicht mehr schreiben? Nee, das ist Quatsch. Ja, siehst du. Deswegen. Aber das ist gut, jetzt haben wir das auch abgearbeitet. Wenn die sich das anschauen, dann haben sie jetzt gleich den Grund dafür, warum du das nicht machst. Genau. Und ja, was man über mich nicht weiß, wenn du mich so fragst, Habe ich ich bin ja was? ein cleverer Mensch, dann hast du was. Na Das ist das klar. Problem, weil ich bin auch ein bisschen vergesslich, habe ich ja gesagt. Bestimmt, wenn du jetzt sagst, das und das, dann ja, weiß ich das auch, aber von alleine erzählen.
Okay, wir fangen mal an. Ich habe dir die Chance gegeben, dass du was selber erzählen kannst. Dann hätte ich den Rest. Ich gebe es auch zu, wenn es wahr ist. Ja, also den Rest hätte ich dann jetzt gestrichen, wenn du ein bisschen was über dich erzählt hast. Da du nichts erzählt hast, wir machen erstmal einen entspannten Einstieg. Ja, das ist ja ewig her, ne? Okay, und das soll ich erzählen, dass ich mal im Garten meiner Oma Fußball gespielt habe. Du hast immerhin gleich erkannt, wo es ist. Ja, natürlich. Das vergisst man doch nicht. Ich war schon früher ein Star. Da bist du nicht alleine drauf. Ja, ihr dürft es alle sehen, ist ja kein Problem. Wenn sie schon so tief gegraben hat und es ausgepackt hat und extra in dieser Hochauflösung hier, in diesem Format ausgedruckt hat. Okay, was soll ich machen? Also das Bild ist ja, du bist ja auch schon ein bisschen was älter. Ich kann mich an das Bild zum Beispiel gar nicht erinnern. Aber wer da noch mit drauf ist, das weißt du. Ja, wird wahrscheinlich meine Schwester sein. Das ist deine Schwester, das ist richtig. Das ist im Garten deiner Oma. Vom Gangstil. Das stimmt auch. Deine Schwester kann auch Fußball spielen, hast du mir erzählt? Können ist immer so ein großes Wort, aber sie kann gegen den Ball treten, ja. Wow. Also sie war nicht schlecht. Letzte Woche waren die Worte noch ein bisschen anders. Ja, sie war nicht schlecht. Also, aber sie hat ja jetzt, sie spielt ja nicht mehr. Sie hat ja aufgehört. So, sie hat sich aufs Essen konzentriert. Also. Kannst du das vielleicht kurz erklären? Ja. Das hört sich Sie spielt kein Fußball mehr, sie isst lieber. Ach so, okay. Also kann sie nicht mehr Fußball spielen. Nee, aber sie war gut, ja. Sie war gut. Aber im Frauenfußball verdient man jetzt ja auch nicht so, wenn man jetzt nicht gerade einer der Besten und in Amerika spielt, dann ist das ja auch im Fußball immer so eine Sache bei Frauen. Leider immer noch. Von daher hat sie sich dann für einen anderen Weg entschieden. Deine Schwester hat erzählt, dass das da mit dem Fußballspielen angefangen hat. Stopp. Stimmt meine nicht? Schwester hat erzählt. Du? Habt ihr meine Schwester jetzt auch noch gefragt, oder was? Ich bin noch nicht fertig. Das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Oh Mann. Ich guck mal aus dem Fenster. Aber was hat sie erzählt? Na, dass da die Anfänge deiner fußballerischen Karriere waren, im Garten deiner Oma. Ja, sie war ja so wie so ein gelbes Männchen da auf dem Platz, ne? Konnte man immer schön umdribbeln. So, von daher habe ich da gelernt, so, man kommt am Gegner vorbei. Nee, aber ja, kann sein. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, ehrlich gesagt. Und ich weiß auch nicht, woher du das Foto hast, aber... Von deiner Schwester. Ja, da war ich, keine Ahnung, wie alt war ich da, 12? Weiß nicht. Aber ja, die Anfänge weiß ich jetzt nicht. Also ich habe schon mit 4 angefangen, so ist es nicht. Aber ja, lassen wir es so stehen. Es gibt noch mehr, was deine Schwester mir erzählt hat. Du darfst dir jetzt aussuchen, ob du... Also du hast besondere Verbindung zu Dackeln und Schweinen, habe ich mir sagen lassen. Du darfst dir jetzt aussuchen, also ob du die Geschichte mit dem Dackel oder mit dem Schwein erzählst. Ich hätte gedacht, es reicht. Ich hätte gedacht, es reicht, dass wir es bei Clubhaus besprochen haben, aber haben wir auch. Hat noch keiner rausgezogen aus den 4 Stunden, haben sie nur das genommen, was sie da geschrieben haben. Aber ja... Du darfst gerne auch beides erzählen. Ich weiß nicht, welche unangenehmer ist. Ich finde beide super, das kann ich schon mal sagen. Okay, also die Geschichte mit dem Dackel, das war ja, da war ich ja jung. Da wollte ich spielen, weißt du, so wie man mit Tieren halt spielen will, mit Hunden. Ihr kennt das ja alle bestimmt. Manche haben bestimmt auch Hunde von euch. Von daher, ich wollte einfach mit dem spielen und der hat mir irgendwie nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Und dann bin ich unter den Tisch gekrabbelt, habe ihn am Schwanz gezogen. Das fand er nicht so lustig. Hat er sich umgedreht und mir ein halbes Ohr abgebissen. Also ich meine, ja, ist aber wieder angewachsen. Ich weiß gar nicht, ob es rechts oder links war, keine Ahnung. Ja, eine ganz einfache Story, so passiert, ne? So im Affekt. So, das war die Geschichte. Die mit dem Schwein. Waren wir auf dem Bauernhof. Und ich habe halt, normal gibst du den Schwein ja immer was zu essen. Ich hatte nichts zu essen, aber ich hatte meine Hände in den Taschen. Fanden die Schweine auch nicht so lustig und hat mir ein Schwein in den Arsch gebissen. Ja, aber mehr kann ich mich nicht mehr erinnern. Da. Okay, ob das jetzt eine andere Handlung noch hatte, was hat meine Schwester gesagt? Nee, genau so. Ungefähr so. So, jetzt krieg ich die mal wieder ein, damit alle Unioner jetzt mal wieder runterkommen. Ich finde das... Weißt du, man hat, wenn es jemand erzählt, dann hat man so ein Bild vor Augen und ich kann es mir wunderbar bildlich vorstellen. Ja. Und deswegen ist es total witzig. Okay, schön. Max, falls du dachtest, es war alles, ich habe noch mehr. Okay, krieg dich kurz ein. Haben wir einen Schluck Wasser für dich? Ja. So. Hallo, hier spricht deine persönliche Sekretärin. Oh, Scheiße. Das ist ja schade, dass das nicht funktioniert. Ich weiß sowieso, wer das ist.
Denkst du, ich weiß nicht, wer das ist, oder warum muss ich es weghalten? Na, ich wollte dir nicht sagen, von wem ich es hab. Ja, habe ich schon gesehen. Okay. Ich habe gehört, du wirst dir gerade nach ein paar persönlichen Dingen befragt. Und dann kannst du ja auch mal erzählen, was wir beide in den letzten 9 Jahren zusammen erlebt haben. Beziehungsweise am besten nur, was dir am schönsten in Erinnerung geblieben ist. Hab dich lieb. Es kommt dir auf die Vielleicht kannst du erst mal sagen, wer das ist. Ja, erstmal kommt ihr jetzt auf die sentimentale Schiene. Ja, das ist ja wohl ne? Das ist meine beste Freundin seit an offensichtlich 9 Jahren. So, also wir kennen uns seit 9 Jahren. Ich habe aber schon gemerkt, so, sie hat ja erst gesagt, ich soll alles erzählen. Dann hat sie jetzt nur die schönsten Sachen. Ja? Also die anderen Sachen lassen wir mal weg. Aber die schönsten Sachen. Ja, also unsere Urlaube waren auf jeden Fall am schönsten. Wir waren zusammen in Las Vegas, da war sie schon schwanger, wusste sie zu der Zeit aber nicht. Und zusammen in Sydney und haben meine Schwester da besucht. Aber eigentlich, ja, ich sage das ja immer nicht gerne, aber eigentlich ist jede Zeit mit ihr besonders. So. Es macht einfach Spaß. So. Es ist einfach, sie ist so meine Seelenverwandte als anderes Geschlecht, sagen wir es so. Sie ist ungefähr genauso von der Art her. Wir lachen immer, wir haben ganz, ganz selten Streit. Ihre Kinder sind traumhaft. Ja, Patenkind bin ich, Patenonkel bin ich auch. So, und ihren Namen habe ich sogar auch tätowiert. Um das mal ganz kurz noch. Wo hast du den tätowiert? Auf meinem Arm. Achso, okay, ich dachte. Wo denn sonst? Nein, es hat mit. Also, ich habe das Tattoo auf meinem Arm mit, also ihren Namen. Mit Sehenswürdigkeiten von beiden Städten, also so Pokerkarten als Symbol sozusagen für Las Vegas und die Harbour Bridge für Sydney. Wow, okay. Wo ja. Habt ihr euch dann kennengelernt? Kennengelernt haben wir uns in Freiburg. Also ich war ja, sie hat in Freiburg gelebt damals und hat in einem Club gearbeitet. Also ich gehe ja nicht in Clubs oft, aber zu der Zeit war ich noch aktiver. Ja, und da haben wir uns kennengelernt und ja, eigentlich vom ersten Tag gut verstanden. Geschichte zu Ende. Es geht weiter. Reicht mit den sentimentalen Sachen. Es geht weiter. Aha. Ich habe noch was. Genau, und zwar, oder? Darüber haben wir aber schon gesprochen. Aber ich glaube, dass das viele nicht wissen. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich es gecheckt habe. Aber dann habe ich es mitbekommen. Und zwar gibt es bei deinen Posts auf Instagram, die Fußball betreffen, gibt es immer ein Lied, was du verwendest. Da singt jemand. Ich würde es mal kurz abspielen. Nee. Schön, ne? Das Video meine ich. Wollen wir jetzt das ganze Lied hören? So lange ist es ja nicht. Ja. So, du meinst meine Video, oder? Schön, ne? Ich würde sagen, das ist so ein typischer Song, der bei FIFA im Hintergrund laufen könnte. Oder? Gut, ich spiele jetzt keinen FIFA. Ja, oder so bei irgendwelchen Spielen oder so ein Commercial-Ding, würde ich sagen. Ja, könnte man machen. Also jetzt habe ich das erste Mal so gehört. Ja, ist nicht schlecht. Weißt du denn, wer das singt? Soll ein Newcomer sein. Der ganz neu rauskommt und hoch an die Spitze will. Ja. Weiß ich, ja, wieso? Okay. Hat er einen Künstlernamen eigentlich? Oder? Manche nennen ihn Jimi Hendrix, bekannt nach dem Musiker. Aber sonst. Nee, kennst du ihn genauer? Nee, genauer nicht. Also je nachdem, was man unter genau versteht. Ja. Jetzt etwas genauer. Ich hab oft Nachrichten bekommen von den, also woher der Song kommt und wer das denn singt, weil das niemand findet bei Spotify. Also, aber hast du wirklich Nachrichten bekommen? Ja, ich habe wirklich Nachrichten bei Instagram bekommen, so woher der Song kommt, weil die den immer hören bei mir und weil man den nirgendwo findet. So, also wer den denn singt, so habe ich bekommen die Nachrichten. Aber hast du es aufgelöst, wer es singt? Nee, habe ich nicht drauf reagiert. Okay, große Überraschung. Ich habe es wirklich erst spät gecheckt, aber es bist du. Ja, wobei ich noch nicht weiß, ob wir das jetzt rausschneiden oder nicht. So, ja, ich habe das tatsächlich gesungen, ja. Das ist aber nicht, also das ist nicht das erste Mal, dass du gesungen hast. Ich habe auch ein Video von dir, wie du singst.
Aber nur so eine ganz kurze Sequenz, die würde ich reinschneiden. Die ist nämlich super. Nee, das würden wir lieber nicht. Doch, die ist super. Von die ist auch nur ganz kurz. Nee, Quatsch. Die ist nur ganz kurz. Du. Okay. Weiter im Text. Aber du hast auch bei The Voice in der Türkei mitgemacht. Ja, stimmt. Also wie kommt man denn, also du bist ja eigentlich zum Fußballspielen hingegangen. Mir erklärst du immer, Katharina, ich bin hier zum Fußballspielen und nicht um irgendwelche Interviews zu machen. Und dann machst du bei The Voice mit. Ja, das ist ja was anderes, das ist ja kein Interview. Das ist ja... Offensichtlich. Ist ja was ganz anderes. Wie kommt man bitte darauf, bei sowas mitzumachen? Das ist, weil ich einfach Lust dazu hatte. Ich mache immer das, worauf ich Lust habe. Ja, weil du Dinge machst, die man normalerweise nicht macht. Das ist, glaube ich, eher die Herausforderung, oder? Weiß nicht, ob man das macht. Das muss ja jeder für sich entscheiden. Aber nur weil ich Fußballer bin, heißt das ja nicht, dass ich kein Interesse an anderen Sachen haben kann. Und das gehört dazu. Einfach mal Dinge machen, wo man einfach Bock drauf hat. Aber wie kommt man denn dazu? Also wie kommt man dazu, bei The Voice mitzumachen? Ja, weil ich kannte denjenigen, der die Produktion von The Voice macht und also dem die Sendung sozusagen gehört. Und ich war öfter da zum Zuschauen. Und er hatte mir halt nur erzählt, dass die einmal im Jahr so eine Celebrity-Aktion machen. Immer am Neujahrsabend, sage ich mal, oder am letzten Abend des Jahres. Und da sind dann halt Leute, die nicht Sänger sind, sondern einfach nur bekannt in der Türkei. Da habe ich gedacht, das wäre was für mich. Da hätte ich Bock drauf. Ja. Aber so ist es gekommen. Ist es dann trotzdem so, dass man weiter, also gibt es dann so verschiedene Runden? Nicht. Ah, okay, da singen nur einmal. Okay, aber gibt es einen, der gewinnt? Ja, vom Ranking her glaube ich schon, aber war's nicht du? Interessiert keinen. Nee, also. War ich auch nicht. Interessiert keinen, weil ich es nicht war. Wie der Sieger der Herzen gehe ich mir davon genau, aus. Genau. Dachte ich mir. Sänger der Herzen in dem Fall. Also haben wir das mit dem Song jetzt geklärt. Das haben wir jetzt geklärt, das warst du. Klar, für all diejenigen, die es jetzt nicht gleich gecheckt haben. Ich war's. Es ist Max, der dort singt, aber ich will auch nochmal auf deinen Rennstall zurückkommen. Darauf sind wir nämlich noch gar nicht eingegangen. Der heißt Max Kruse Racing. Macht Sinn. Ergibt Sinn. Macht Sinn. Nee. Für mich macht Sinn. Ja. Für dich ergibt es Sinn. Okay. Ist ja auch nicht dein Rennstall, deswegen ergibt es für dich Sinn. Für mich macht es Sinn. Da fahren aber nicht nur Rennfahrer unter deinem Namen, sondern du fährst auch selbst. Ist das richtig? Also, oder bist selbst gefahren? Ja, bin ich schon mal, ja. Kurze Antwort. Warum muss ich dir das jetzt aus der Nase ziehen? Kurze Antwort, mal einfach mal kurz. Du hast mir eine Frage gestellt, ich habe dir eine Antwort gegeben. Kannst du das einfach mal kurz erzählen? Ja, also das Racing-Team wurde gegründet aufgrund der Tatsache, dass ich irgendwann mal 24-Stunden-Rennen fahren möchte. Und dafür brauchst du ja einige Lizenzen. Du kannst ja nicht einfach so auf den Nürburgring fahren, sondern dafür brauchst du eine Permit am Ende, wofür du noch 3 Lizenzen brauchst. Und das dauert ja seine Zeit. Und ich habe ein paar Lizenzen gemacht. Und für einige Lizenzen brauchst du halt auch kleinere Rennen, wo du fahren musst. Habe ich auch gemacht. Und ja, jetzt fehlt mir noch, ich glaube, ich muss einmal noch 3 oder 4 Rennen fahren und eine theoretische Prüfung machen für die Permit. Und dann könnte ich theoretisch beim 24-Stunden-Rennen fahren. Da muss man sogar eine theoretische Prüfung machen? Natürlich, schon am Anfang und nochmal extra. Hä, aber was wird da gefragt? Ja, es gibt ja auch viele Unfälle, sage ich mal, auf der Strecke. Dann musst du wissen, was ist eine, keine Ahnung, 60er, also so ein lila Schild oder eine lila Flagge. Da musst du alles wissen. So, gibt viele Sachen auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht so einfach. Bist du beim ersten Mal durchgefahren? Nein. Natürlich nicht. Darf man beim ersten Mal durchfahren? Ja, wie oft darf man durchfallen? Du kannst immer durchfallen, aber dann musst du halt warten, bis du die nächste Prüfung machen kannst. So, aber nein, ich bin nicht durchgefallen, natürlich nicht. Ja, das ich habe ein Verständnis dafür, fürs Lernen. Ich bin ja noch lernfähig. Na, so. Definitiv. Genau. Das ist so das Ziel gewesen und jetzt haben wir uns halt mit den Jahren, wir sind jetzt im vierten, glaube ich, wir starten jetzt ins vierte Jahr und wir entwickeln uns natürlich auch weiter, wie das jede Firma tut. Am Anfang musst du natürlich investieren, keine Firma kommt von heute auf morgen irgendwie nach oben, aber wir haben viele Sponsoren gewonnen, wir fahren jetzt dieses Jahr das erste Mal 24-Stunden-Rennen und machen natürlich auch Fahrsicherheitstrainings bieten wir an, weil wir sind natürlich jetzt nicht nur auf Rennen spezialisiert, sondern wir wollen natürlich auch irgendwie den Leuten versuchen zu vermitteln, dass man sein Auto auch
noch besser unter Kontrolle haben kann, wie man das vielleicht denkt. Weil ich dachte das am Anfang auch, dass ich schon super fahre, aber es kann auch Spaß machen, sowas zu lernen. Ja, so, das war es eigentlich so. Ne? Wie viele Fahrer fahren für das Team? Wir sind schon so weit, dass ich es nicht mehr weiß. Wirklich? Ja, also... Aber so ungefähr kommt, mehr als 20? Nein. Also es sind nur, sage ich mal, nur 4 bis 6. Es kommt immer ein bisschen, oder 4 bis 8. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Jetzt haben wir zum Beispiel gerade letzte Woche noch einen Fahrer wieder unter Vertrag genommen. Und es gibt ja auch verschiedene Rennserien, in der wir fahren. Deswegen, also wenn ich jetzt ein bisschen nachdenken würde, dann würden mir wahrscheinlich alle einfallen. Aber es sind so um die 4 bis 8. Immer je nachdem. Nicht schlecht. Mhm. Und wie viele Mitarbeiter hat die Firma? Also wenn du sagst, es ist ein Unternehmen, also wie viele Leute arbeiten in so einem Unternehmen? Ich habe einfach gar kein Verständnis. Hauptberuflich nicht so viele. Wir haben viele Tageslöhner natürlich, so die Mechaniker und so, die geben einfach ihre Rechnung ab und werden dann auf Stunden bezahlt, ganz normal. Unsere Eltern, also der Benjamin Leuchter, mit dem ich das zusammen mache, sein Vater, seine Frau, die machen das so, ja, mehr oder weniger freiwillig, sage ich mal. Mein Vater auch. Die führen so die Kassenbelege und sowas, damit da keine. Aber so richtige Mitarbeiter, nicht viele, 3, 4. So die anderen alle ehrenamtlich. Wo haben die ihren Hauptsitz? Also wo habt ihr euren Hauptsitz dann? In Duisburg. Wir bauen jetzt auch gerade in Duisburg unser eigenes Performance Center. Da, wo mein Kollege, der Benni, die haben so einen größeren Hof. Da, wo der wohnt, da haben die unten so eine Garage, die sie gerade als Performance Center einrichten, damit wir da auch direkt alles vor Ort haben. Wir hatten das jetzt ungefähr 2 Stunden entfernt von Duisburg. Das ist natürlich immer ein bisschen ätzend, wenn du da immer hinfahren musst und nicht wirklich mal eben einfach runtergehen kannst und gucken kannst, ob die Teile jetzt zum Beispiel da sind. Deswegen machen wir das alles selber in Duisburg, dass er die Kontrolle darüber hat und wir auch Autos direkt da umbauen können, Fotos machen können und so weiter. Und ja, wir entwickeln uns. Schon ein bisschen beeindruckend, was da noch so neben dem Platz stattfindet bei dir. Nochmal kurz zusammenfassend, Pokern, irgendwie Social Media, Rennstall. Gibt es irgendwas, was du gar nicht leiden kannst? Was ich gar nicht leiden kann. Ja, irgendwas, du hast ja so unfassbar viele Interessen. Gibt es irgendwas, was du total doof findest, was du mal ausprobiert hast, wo du gedacht hast, okay, gut, das ist gar nichts für mich? Wandern? Wandern kann ich gar nicht ab. Grundsätzlich Bewegung außerhalb vom Sport ist schwierig bei mir. Nee, keine Ahnung. Meinst du jetzt, also meinst du sowas oder meinst du eher berufsmäßig? Ja, fand ich super. Nee, ich fand die Antwort super. Wandern. Also ein Freund von mir, den kennst du ja auch, weil du hast ja von ihm Nachrichten von meiner besten Freundin bekommen, der fliegt immer irgendwie zum Himalaya und was weiß ich nicht da und geht da wandern mit seinem Rucksack und ich denke mir immer so, bitte lass es. So, ne? Aber es scheint ja eigentlich Spaß zu machen. Macht er wirklich? Ja. Macht er wirklich. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, und Yoga macht er auch übrigens. Und Yoga ist auch nicht so meins. Das will ich aber gern sehen, ehrlicherweise. Was? Wie du Yoga machst. Nee, ich habe mir das mal, der hat ja auch ein bisschen Bandscheibe, muss man ein bisschen verstehen, aber tut mir leid. Das ist nichts für mich. Aber du hast es mal ausprobiert. Yoga? Ja. Nein, ich gebe dem auch keine Chance. Du wolltest gerade sagen, gib dem eine Chance. Nein, gibt's nicht bei mir. Wenn ich morgens um 9 aufwache und der auf seiner Matte liegt und irgendwelche komischen Geräusche von sich gibt, lass mal. Ich glaube, das ist anstrengend. Ich habe es auch schon mal probiert, ist es anstrengend. Natürlich ist es anstrengend. Und was mache ich? Also was mag ich gar nicht? Anstrengung. Korrekt. Max, wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen. Ich wollte gerade sagen, wir sind immer noch auf der ersten Seite. Also, hey, gar nicht. Wir waren doch schon auf der Seite. Ach, wir waren schon. Kannst mal sehen, was ich für flinke Finger habe. Wow, okay. 2 Sachen noch. Die erste Sache ist, die letzte Frage im Heimspieltagsinterview ist immer, möchtest du den Unionern noch etwas sagen, was ich dich nicht gefragt habe? Aber das ist ja die letzte Frage. Du hast gesagt 2 Sachen noch, also müsste die andere ja vorher kommen. Nein, 2 Sachen, ach so, 2 Sachen. Frage. Okay. Nein. Also, was? Ich habe doch den Unionern jetzt, ich habe eigentlich, ist ja eh alles von mir öffentlich schon, das ist ja das Gute bei mir. Deswegen habe ich ja auch meine Plattform und so, damit eben nicht mehr viel ist, was es über mich nicht gibt. Von daher hast du ja noch ein paar Sachen aufgedeckt.
Da gibt es nicht mehr, mehr gibt es über mich nicht zu erzählen. Ich bin einfach ein eigentlich ganz cooler Zeitgenosse. So, also viele denken ja immer, ich bin so abgehoben, arrogant, eingebildet und was nicht alles da in der Zeitung steht. Das bin ich nicht. Also ich würde nicht sagen, dass ich nicht auch mal in gewisser Weise arrogant sein kann, aber nur zu Menschen, die mir dasselbe entgegenbringen und es meiner Meinung nach dann nicht verdient haben, dass ich nett zu den Personen bin. Das kann ich nur unterschreiben. Wie bitte? Ja, das kann ich nur unterschreiben. Das stimmt. Zu dir bin ich ja nett. Das stimmt. Siehst du? Kann nichts anderes behaupten. Zu den Unionern würdest du es auch sein. Du durftest sie bisher leider nur noch nicht kennenlernen. Doch, stimmt nicht ganz. Ja, okay. Teilweise. Okay, aber das war leider ja nicht voll. Genau. Ich hoffe, dass du das auch noch kennenlernen Natürlich darfst. Natürlich werde ich das kennenlernen. Das war die erste Sache. Und die zweite Sache ist die, hier soll mal eine Fotowand entstehen. Okay, das ist ja schön. Da könnt ihr gerne andere fotografieren. Und deswegen darfst du ein Selfie machen. Ich darf ein Selfie machen? Ja. Mit meinem Handy? Nein, natürlich mit meinem Telefon. Okay. Weil ansonsten kriege ich das Foto ja nie. Stimmt. Ja, und das kommt dann hier irgendwann an die Fotowand. Das würden wir jetzt mal machen. Also bin ich dann Teil dieser imaginären Fotowand jetzt? Teil dieser Fotowand, die irgendwann kommt. Bis Richtig. Jetzt ist sie imaginär. Bis jetzt ist sie imaginär. Ja. So, soll ich das mit so, kann ich das machen, wie ich will? Oder? Das kannst du machen, wie du willst. Toll. So, dann muss ich aufstehen. Kann ich das auch, oder muss ich dafür sitzen? Nein, musst du nicht. Oh, das ist hier ein Haar, das spinnt hier ein bisschen. Muss ja auch, wenn ich hier verewigt werde, ne, dann muss das ja auch gut aussehen, ne? Sollen wir ja nicht hier wie Hempels unterm Sofa sitzen. So, das ist top. Oder? Ja. Was sagst du? Ja, nehmen wir so. Max, vielen Dank, dass du hier warst. Es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke mir auch. Das ist schön. Viel Erfolg am Sonntag gegen Hoffenheim. Dankeschön. Ein Tor wäre schön. Hoffenheim ist ja zum Glück einer meiner Lieblingsgegner in meiner Karriere. Von daher versuchen wir das auch am Sonntag. Bis dahin, einen schönen Feierabend. Dir auch.